Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Kurz zur Anmerkung, ich habe hier meine Notizen über mir auf dem großen Bildschirm, deswegen schaue ich ab und zu mal nach oben. Und wie Diana schon gesagt hat, würde ich heute versuchen, einige Begriffe zu klären, damit man in einer anschließenden Diskussion einfach eine gemeinsame Basis hat. Und zunächst würde ich gerne anmerken, dass mein Erfahrungsschatz und mein Wissen sich eigentlich vorrangig auf institutionalisiertes Theater beschränkt. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die Begrifflichkeiten, über die ich heute sprechen werde, etwas sehr Allgemeines haben, die man in jedem Betrieb findet, nicht nur in einem künstlerischen Betrieb, in einem Theater, sondern auch in allen anderen Betrieben, die es so in unserer Gesellschaft gibt. Und wenn ich von Theater spreche, möchte ich niemanden ausgrenzen. Wenn ich Theater sage, meine ich Theater im ganzheitlichen Begriff, meine Tanz, Oper, Schauspiel. Alles, was eben darstellende Künste sind, und sage dafür einfach Theater und meine das einfach alles. Beginnen möchte ich mit dem Wort Macht. Macht ist für mich nichts per se Schlechtes. Das will ich vorausstellen und voraussetzen, weil Macht im Zentrum von jedem kollektiven Handeln zu finden ist. Und was ist Theater? Theater ist per se kollektives Handeln. Per se in seiner Definition ist Theater kollektives Handeln. Und deswegen kann man sagen, dass Macht auch das Zentrum von Theater ist. Machtstrukturen das Zentrum von Theater sind. Wenn ich mich solchen Begriffen nähere, ziehe ich immer Texte zu Rat, Definitionen zu Rat von Denkern, von Philosophen, von Wissenschaftlern. Und daher möchte ich auch einsteigen mit einem Zitat von Max Weber, dem Soziologen, der geschrieben hat: Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleich viel, worauf diese Chance beruht. Also Macht als Durchsetzungskraft, als die Möglichkeit und die Chance, sich durchzusetzen, ist ein zentraler Begriff in der Definition von Macht. Wenn man Macht etabliert und Macht erlaubt in einem Konstrukt, ist es trotzdem wichtig, die Macht nach bestimmten Regeln zu sortieren, die Macht nach bestimmten Voraussetzungen zu beschränken. Und was ich als sehr hilfreich dafür empfinde, ist in jedem Betrieb, der sich definieren möchte, ein Mission Statement anzulegen, das einfach von vornherein definiert, was als Output geleistet werden soll, was als Output generiert werden soll und welche Werte dabei beachtet werden sollen. Und das sind einfach so grundsätzliche Dinge, dass man grundsätzliche Dinge festschreibt, um die Macht zu regeln und zu begrenzen. Und dann in letzter Instanz auch den Machtmissbrauch, wenn er denn eintritt, zu regeln und zu begrenzen. Macht, das, was wir als Macht verstehen, was wir als Macht kennen, erwächst aus Verantwortung. Und ich finde, die Begriffe Macht und Verantwortung können gleichwertig benutzt werden, denn Verantwortung ist Macht und Macht ist Verantwortung. Daher ist es essentiell, den Prozess zu optimieren, mit dem Macht verteilt wird und mit dem Verantwortung verteilt wird. Und im Theaterkontext bedeutet das ganz konkret, dass die Fähigkeit von Personen in Leitungsfunktionen und in Leitungspositionen überprüft werden sollen. Unter welchen Bedingungen wird jemand Leiter oder Leiterin eines Theaters? Was qualifiziert diese Person? Hat diese Person Qualifikationen, die über seine oder ihre künstlerische Exzellenz hinausgehen? Weil das ist im Moment oft der Fall, dass Menschen an Intendantinnenpositionen geraten, die tatsächlich durch ihre künstlerische Exzellenz dahin gelangen, aber vielleicht nicht viel Erfahrung in betriebswirtschaftlichen Aspekten haben, in personalpolitischen Aspekten haben. Und je größer ein Betrieb wird, desto komplizierter wird es dann im Nachhinein. Daher ist es wirklich essentiell, dass Menschen, die an oder Personen, die in Leitungspositionen gebracht werden, auch ein Gespür für betriebstechnische Relevanzen haben. Das Theater, die Institution Theater, zeichnet sich durch eine Zweigliedrigkeit aus. Die eine Seite ist die betriebliche Seite, die sich an politischen Vorhaben orientiert, die sich an
Vorgaben orientiert, die von einem Verwaltungsrat gegeben werden, die von einem Träger gegeben werden, von einem Geldgeber gegeben werden. Und auf der anderen Seite die künstlerische Seite, die ihr eigenes Ding macht, die versucht, sich abzugrenzen. Und diese zwei Seiten müssen zusammengehalten werden durch die Person, die den Betrieb organisiert, verantwortet, leitet und im Prinzip die Macht innehat. Macht setzt aber auch Abhängigkeiten voraus. Abhängigkeiten zwischen den Künstlerinnen und Künstlern, zwischen den MitarbeiterInnen, zwischen dem Ensemble und der Leitung. Die Frage ist, wie offen kann Kritik in solchen Abhängigkeitsverhältnissen ausgesprochen werden? Mein Professor Thomas Schmidt, mein Mentor Thomas Schmidt, hat das in seinem Buch Macht und Struktur, Asymmetrie der Macht, festgeschrieben oder hat das erklärt in diesem Buch. Und er beschreibt dort eine Asymmetrie der Macht durch starkes Eigeninteresse der Theaterleiterinnen, dass sie, die Theaterleiterinnen, ihre Macht zur Bestärkung der eigenen Karriere ausnutzen und oft auch ihre Weisungsbefugnis für sich selber ausnutzen. Und das möchten möchten wir alle beschränken und strukturelle Maßnahmen finden, die das verhindern oder die einfach neue Wege zeigen, wie man Macht gut nutzt und Verantwortung gut nutzt. Das Theater als Betrieb, das Theater als Organisation hat an sich schon ein immenses Machtproblem, weil es verglichen mit anderen strukturellen Betrieben oder mit anderen Betrieben und Organisationen in unserer Gesellschaft ein sehr starkes hierarchisches Gefälle hat. Sowas findet man oftmals in anderen Betrieben nicht. Einfach diese Hierarchie, die auf der einen Seite auch gute Aspekte hat, aber auf der anderen Seite auch wirklich sehr steil ist und einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und man kann zwar sagen, ja, wir sind kein hierarchischer Betrieb, wir setzen die Hierarchie außer Kraft, dennoch ist Hierarchie auch durch Verantwortung bedingt. Weil die Person, die am Schluss die Verantwortung trägt für das, was produziert wird, für das, was gespielt wird, für das, was kommuniziert wird, trägt am Schluss die Verantwortung und dafür braucht es die Hierarchie, um auch Verantwortungen zu verteilen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist die Abhängigkeit der Künstlerinnen von der Leitung, von den Leitungspositionen ein Problem, das man angehen sollte, weil wir KünstlerInnen, wir haben uns diesen Beruf ausgesucht, weil die Kunst einfach eine Magie hat, weil es eine Berufung ist. Die Leute, die in der Kunst arbeiten, sind nicht hier, um Geld damit zu verdienen, in den meisten Fällen. Und daher braucht es Regulierungsmechanismen, um eine totale Abhängigkeit des Künstlers von den Menschen, die die Macht haben, den Künstler zu besetzen, dem Künstler seine Vorgaben zu geben, dem Künstler seine Existenzberechtigung zu geben. Diese Abhängigkeit muss irgendwie versucht werden, die müssen wir regulieren. Und das ist ein Versuch, das ist ein langer Weg und den beschreiten wir mit einer solchen Veranstaltung, wie wir sie heute hier zusammen angehen. Auch ich bin wegen der Magie der Kunst an die Kunst gekommen, an das Theater gekommen, habe schnell gesehen, dass ich nicht begabt genug bin, um wirklich kreative Kunst zu schaffen. Habe aber dann mich eben auf die betriebliche Seite der Kunst geschlagen und finde es ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die die betrieblichen Voraussetzungen schaffen, damit Kunst sich entfalten kann. Und ja, da komme ich später noch dazu. Was eine Lösung sein kann oder ein erster Schritt sein kann, um Verantwortungen zu verteilen, um Verantwortungen klar zu regeln. Was viele Betriebe nicht haben, ist ein Organigramm. Ein Organigramm zeigt ganz klar auf, wenn jemand Fragen hat, wen spreche ich für welches Thema an, wer steht in der Hierarchie über wem und wer steht in der Verantwortung über wem. Wer kann die Verantwortung tragen für Machtmissbrauch? Wen spreche ich an? Wer kann die Verantwortung tragen für finanzielle Dinge? Dafür ist ein Organigramm ganz, ganz wichtig. Und daran können nicht nur MitarbeiterInnen intern innerhalb der Organisation erkennen, wer für was zuständig ist, sondern auch
alle anderen Stakeholder, alle anderen Anspruchsgruppen, alle anderen die außerhalb unserer Organisation sich befinden, aber irgendwas mit unserer Organisation zu tun haben. Das bezeichnen wir als Anspruchsgruppen, als Stakeholder. Wie schon gesagt, ist Macht nicht negativ zu bewerten. Sie ist nur dann negativ zu bewerten, wenn sie zur Schädigung anderer eingesetzt wird. Und dabei ist es ganz wichtig zu sagen, dass Macht und Machtmissbrauch sehr vielfältig sein kann. Es geht dabei um Grenzverletzungen und Macht ist etwas sehr, sehr Individuelles. Für jede Person ist Macht etwas anderes, ist Machtmissbrauch etwas anderes. Es kann auf verschiedene Weisen erfolgen, zum Beispiel durch Beeinflussung, durch Manipulation, durch Verschleierung, durch Neid, durch Überheblichkeit, durch fehlenden Demut, durch Diffamierung, durch Erpressung, durch Bedrohung am Arbeitsplatz, physische und psychische Übergriffe, Günstlingsbeziehungen, Nepotismus und Verletzung von Paritätsprinzipien. Das alles erklärt auch Thomas Schmidt in seiner Studie. Und das sind Dinge, die tagtäglich passieren, die wir tagtäglich miterleben. Und wir haben vorhin viele gesehen, die bei der Frage, ob sie Angst hatten, etwas zu sagen, die blaue Karte hochgehalten haben. Und daran müssen wir was ändern, dass einfach diese Dinge, diese verschiedenen Weisen, durch die Machtmissbrauch erfolgen kann, irgendwie eingegrenzt wird. Das Ergebnis von Machtmissbrauch ist das, was man die Verletzung der persönlichen Integrität einer Person und von MitarbeiterInnen bezeichnet. Und es gibt auch gewisse, es gibt auch Organisationen, die sich darum kümmern, die sich als externe Organisationen aufstellen und sagen, wir sind für diesen Betrieb da und wir sind dafür da, falls sich jemand in seiner persönlichen Integrität verletzt fühlt, wir können dann einschreiten, wir können beraten. Das ist gut, wenn es sowas gibt und das ist schön und das kann man auch nutzen als Arbeitnehmerin, aber oftmals schreiten diese Organisationen erst sehr spät ein und erst dann, wenn der Machtmissbrauch schon so weit vorangeschritten ist, dass es eigentlich vielleicht kein gutes Ende mehr nehmen kann. Und daher bin ich der Meinung, dass es eine Art Frühwarnsystem in jeder Organisation geben muss. Und man muss bei den Mitarbeiterinnen das Gefühl für Machtmissbrauch schärfen. Wie erkenne ich das? Bin ich sensibel genug, Machtmissbrauch nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen zu erkennen? Und ein Beispiel dafür kann sein, dass jemand im Betrieb einfach oftmals seine Meinung sagt und nicht mit einer Meinung konform ist und dann koste es, was es wolle, in Reihe und Glied gebracht wird. Sowas ist oftmals nicht leicht zu erkennen, aber ein guter Indikator dafür, dass etwas falsch läuft. Und ich bin der Meinung, dass es ein System geben kann, dass man den MitarbeiterInnen eine anonyme Stelle verschaffen sollte, ob das jetzt in Form eines Kummerkastens ist, wo man was reinschmeißen kann, ob das jetzt in Form einer diplomatischen Person ist im Mitarbeiterfeld, die man dann ansprechen kann anonym und die dann solche Dinge auch der Leitung gegenüber äußern kann. Das kann verschiedene Formen haben, eine solche Stelle, wo man solche Bedenken hinrichten kann. Auf jeden Fall braucht es sowas. Es braucht jemanden, der auch im Betrieb, auch in der Leitungsebene, auch verschiedene Meinungen vertritt. Es braucht einen Gegenspieler zu einem künstlerischen Leiter. Es braucht im öffentlichen Theater, würde ich sagen, braucht es einen starken Betriebsdirektor, der seine Meinung, seine betriebliche Meinung klar kommunizieren kann und sagen kann, hey, das können wir leisten und das nicht. Es braucht Menschen, die auf gleicher Hierarchieebene sind und sich gegenseitig aushebeln können, sozusagen. Ich habe vorhin über die Abhängigkeit der Mitarbeiterinnen gesprochen und wir können dieses Abhängigkeitsverhalten in absehbarer Zeit nicht eliminieren, aber nein, zumindest nicht, solange wir keine revolutionsartige Veränderung der Verträge haben, die wir am Theater abschließen. Und genau dafür braucht es eine solche Stelle, eine anonyme Stelle.
Und dafür plädiere ich auch für Leitungen, die aus mehreren Personen bestehen. Und ich würde ganz persönlich vorschlagen, dass es einen künstlerischen Leiter gibt, einen betrieblichen Leiter und einen Leiter der Finanzen, weil immer Gruppen können erst dann als hierarchisch und paritätisch anerkannt werden. Die Zeit rennt, wenn es drei Personen gibt, die innerhalb einer Leitungsebene eines Gremiums miteinander arbeiten, um im Missbrauchsfälle zu erkennen und auszuhebeln. Machtkontrolle durch Teilung der Gewalten. Das noch schnell als Stichpunkt. Entschuldigung, schnell. Alex, du darfst ein bisschen mehr Zeit nehmen. Du kannst bis um Viertel vormachen, das ist okay. Ja, okay, vielen Dank. Gut. Dann Machtkontrolle durch Teilung der Gewalten. Jeder arbeitet auf seinem Gebiet, das er hat, das er kann. Eine interne Teilung der Macht und der Verantwortung resultiert daraus und man schafft damit Generalisten an der Spitze, die die Arbeit ihrer Expertinnen und Experten auf unterer Hierarchieebene kontrollieren und beobachten und die richtigen Stellschrauben ziehen, damit es in die richtige Richtung geht. Das ist alles schön und gut. Aber wie kann man jetzt erreichen, als Masse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Künstlerinnen und Künstlern, dass diese Personen, die in die verantwortungsvollen Positionen gesetzt werden, auch dieselben Werte vertreten? Da braucht es wahnsinnig gute Lobbyarbeit von Organisationen wie zum Beispiel von Perspec. Da braucht es Kommunikation mit Geldgebern, mit allen Anspruchsgruppen. Da muss man den Kontakt mit diesen Personen suchen. Man muss die Lebensrealität an öffentlichen, an freien Theatern aufzeigen, an öffentlichen Gruppen, an freien Gruppen, an die Lebensrealität von Kunstschaffenden aufzeigen und die Verwaltungsräte und kontrollierenden Instanzen an ihre Kontrollpflicht erinnern. Es ist nämlich überhaupt nicht einfach, diese seit Jahrzehnten gewachsenen Organisationsstrukturen zu verändern, weil diese Strukturen, die aus einer gewissen Arbeitskultur bestehen und die Machtbefugnisse, die ein künstlerischer Leiter, eine künstlerische Leiterin hat, die bedingen einander. Und es ist ein langer Prozess, vor dem wir stehen, aber wir dürfen keine Angst haben, ihn anzupacken. Wir müssen uns als eine neue Generation verstehen, die viel Engagement mitbringt und viel Energie, um Strukturen zu verändern. Was wir als diese Generation, die wir jetzt sind, machen müssen, ist an ein weiteres Thema denken, an das Thema Gerechtigkeit. Das Thema Gerechtigkeit, das ein starkes Wort ist, mit einem wahnsinnig großen Bedeutungsspektrum und bei dem es sich um ein sehr subjektives Prinzip handelt. Gerechtigkeit ist ein sehr subjektives Prinzip, das jeder Mensch auf seine Art betrachtet. Die Frage ist, kann es jemals absolute Gerechtigkeit geben? Nein. Es kann keine absolute Gerechtigkeit geben, aber es kann der Versuch unternommen werden, Gewohnheiten zu identifizieren, die ganz klar ungerecht sind, Strukturen identifizieren, die ganz klar ungerecht sind. Wir können Vorschläge erarbeiten, Vorschläge zur Besserung, die keine allgemeingültige Prinzipien sein können, aber die wir erarbeiten können und daraus unsere Arbeit reflektieren und unsere Werte festlegen und reflektieren. Denn diese Prinzipien, die wir festlegen und diese Prinzipien, die ihr jetzt auch als Perspec festlegt in diesen Workshops, können eine Idee von dem vermitteln, was wir als ArbeiterInnen und Arbeitnehmer in der Sparte Kunst uns wünschen. Darüber habe ich meine Masterarbeit geschrieben, wie Diana vorhin schon gesagt hat, und zwar über Gerechtigkeit im deutschsprachigen Theaterraum, in der deutschsprachigen Theaterlandschaft, und als theoretische Grundlage habe ich John Rawls genommen, eine Theorie der Gerechtigkeit. John Rawls ist ein Vertreter des egalitären Liberalismus. Er steht nahezu alleine für den egalitären Liberalismus und seine politische Ideologie beschäftigt sich mit dem Thema der Gerechtigkeit, welche vorrangig durch den Grundwert der Gleichheit bestimmt wird. Also diese Auffassung, die geht mit einer Schwierigkeit einher, da ein
Konsens aller Gesellschaftsmitglieder in der Definition des Begriffs Gerechtigkeit nicht funktionieren kann. Man muss dabei beachten, dass die Menschen, die miteinander in einer Gesellschaft agieren, die miteinander in einer Organisation agieren, alle in unterschiedlichen Lebenssituationen sind, in unterschiedlichen Familienkonstellationen, in unterschiedlichen Lebensrealitäten ihr Leben führen. Trotzdem geht John Rawls in seiner Theorie der Gerechtigkeit von einer Garantie für allgemeine Grundwerte für jeden aus. Und diese allgemeine Grundwerte sind elementar. Und ebenso elementar ist dabei eine Chancengleichheit. Eine Chancengleichheit für jeden, den gleichen Weg erklimmen zu können wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Ungleichheiten werden bei John Rawls, Ungleichheiten im Sinne von Macht und von Verantwortung und von Vorteilen, rechtfertigt John Rawls nur dadurch, dass Menschen, die innerhalb eines Gesellschaftssystems am schlechtesten gestellt sind, dann dadurch profitieren. Die Frage der Gerechtigkeit, die sich Rawls stellt, ist deswegen eine sehr interessante, weil er versucht, Grundsätze für soziale Gerechtigkeit zu finden. Und dabei versucht er, folgende Prinzipien zu beachten. Die Ermöglichung von Zuweisen von Rechten und Pflichten in grundlegenden Institutionen der Gesellschaft und die korrekte Verteilung der Erträge und Lasten der gesellschaftlichen Zusammenarbeit. Und das, finde ich, ist auch ein Punkt, den wir super auf die Theaterarbeit übernehmen können. Die Verteilung von Erträgen und Lasten unserer Arbeit. Was ist ein unabhängiger Gerechtigkeitsbegriff? Darauf können wir keine Antwort finden. Aber um dieser Frage so ein bisschen auf den Grund zu gehen, bedarf es ein Theoriekonzept. Ein Theoriekonzept, das aus Definitionen besteht, das aus Hypothesen besteht, das aus Argumenten besteht. John Rawls liefert in seiner Theorie eine Hypothese, ein Theoriekonzept, und er argumentiert auf Basis seiner Theorie und stellt auf Basis dieser Theorie die Frage, welche regulativen Bedingungen für eine Gesellschaft gut sind. Und er arbeitet darin eine politische Gerechtigkeitskonzeption aus. Und damit wir ein Grundkonzept erarbeiten können, wir als Theaterschaffende, braucht es so Organisationen, so Bündnisse wie Fairspec. Und darin sehe ich zum Beispiel auch eine Rolle von Fairspec, eine unabhängige Organisation, ein Zusammenschluss von Künstlerinnen und Künstlern, ein Zusammenschluss von Arbeitnehmerinnen, die eine Konzeption erstellen, eine Grundwerte aufschreiben und eine Konzeption sich erdenken zum Thema Gerechtigkeit in der freien Szene und damit argumentieren und damit ihre Wünsche äußern und einfordern. Ganz kurz noch einmal die wichtigsten Vorschläge. Erstens, eine Vertrauensperson schaffen. Die Möglichkeit zu einer Kommunikation mit der Leitung, ohne in Nachteil zu geraten als Arbeitnehmer. Zweitens, ein Organigramm, um Verantwortlichkeiten und Machtstrukturen aufzuzeigen. Drittens, die Kommunikation mit allen Stakeholdern und vor allem mit Geldgebern und allen Anspruchsgruppen, die ein Theater hat. Viertens, eine Organisation, eine Vorreiterorganisation, die Gerechtigkeit ein Stück weit definieren kann in unserem Arbeitsbereich. Und fünftens, ein Tipp von mir, was ich immer mache, was ich schon seit längerem mache, ist ein Krisentagebuch führen. Das ist mein Krisentagebuch mit der weißen Eule hier drauf. Und hier schreibe ich mir alles auf, was ich so erlebe in meiner Arbeitsrealität, wo ich mir denke, bisschen unschön. Ja, und das sieht dann so aus, da schreibe ich mir dann die Sachen auf, was ich alles so beobachte, erkenne an Strukturen, an Dingen, die einfach nicht richtig sind. Und das ist ein Zeitdokument. Ein Dokument für mich, in dem ich blättern kann. Ein Dokument für mich, in dem ich Jahre später sehen kann, was habe ich in meinen Anfängen erlebt, in meinen beruflichen Anfängen. Und warum fand ich das falsch damals? Und wie kann ich das vielleicht besser machen, wenn ich in 10, 15, 20 Jahren selber an einer Position mit Verantwortung bin? Und damit möchte ich schließen und möchte mich bedanken für die Möglichkeit, hier gesprochen zu haben. Ich wünsche noch viel Spaß miteinander. Dankeschön.